So, die Aufnahme eben ging schief, weil die Sounds nicht an waren. Vielen, vielen Dank, OJ, dass du es nochmal gesagt hast. Mir ist es nämlich nicht aufgefallen. Wenn du nicht gekommen wärst. So, also wir müssen das nochmal machen. Jetzt zum dritten Mal. Aber gut. Ich warte das für später auf. Da sind bestimmt noch mehr. Da waren die Sounds wohl kaputt, beziehungsweise der Knopf falsch gedrückt. Aber egal. Das Mädel schafft das jetzt. Oh, jetzt ist es ein anderer. Na komm. In die Seite. Oh, das war aber schwach. Das war aber schwach, Mädel. Ja, ja, nee, nee. Die haben wir vorhin das erste Mal entdeckt. In der zweiten Folge, die wir eben gespielt haben. Dass da eine Bärenfalle lag. Ah, siehst du? Hui. So, wir laufen aber jetzt langsam hier rein. Sehr schön. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich wundere mich, dass der Savepoint hier so schlecht ist. Und nein, ich habe nicht gegen die Maske geschossen. Ich habe auf den Hals gezielt. Und sie hat die Hand dazwischen. Seht ihr? Ich kann da hinschießen, wie ich will. Irgendwo prallt das ab. Ja, wir können mal Folgendes verwenden. Was haben wir da davon? Gewirkt, oder? Nee. Aua! Komisch, jetzt geht's. Entschuldige. So, jetzt holen wir noch den Schlüssel. Zum Glück haben wir heute relativ früh angefangen. Da macht das gar nichts, wenn ich die Folge zweimal mache. Weil wir sind ja nicht so weit. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche. Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik, Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Alles einsammeln, was wir nur können. Oh ja! Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten oder Kopfschmerzen? Nein. Warum? Joseph hatte das. Als ob er sich verwandelt. In eins dieser Dinge. Vielleicht befällt das nicht jeden. Hm. Okay, hier war diesmal nichts. Also ich wundere, dass wir das wissen schon, wo das Ganze hier lag, weil ich spiele das schon zum zweiten Mal. Vorhin war der Ton weg. Nein, nicht ich.
Sebastian, was ist? Bleib weg! Mahlzeit, Aoi. Faszinierend, also die Textur, dass die Lampe unten im Boden rumeiert, ja. Und auch die Waffe, aber egal. So sind Spiele halt. Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Mimi. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Was? Wo gehst du hin? Scheiße. Mano, was hab ich denn jetzt gemacht? Ich hab doch gar nichts gemacht. Außer ein bisschen angegriffen. Ich war halt ein bisschen prop. Das auf. Leslie, bist du es? Leslie, sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! Hey! Leslie? Super. Ich war hier noch gar nicht fertig. Mann. Das schmatzt ja schon da hinten dran. Diese Spielchen fangen an, mich zu langweilen. Ehrlich? Oh Gott, wie viele Köpfe haben wir denn hier? Wie viele Puppen? Ach du Scheiße. Sind wir hier in einer Puppenfabrik oder was? Kommt jetzt drauf an, Puppenfabrik oder Pumpenfabrik? Vorsicht, Entflammer. Was macht der da? Warum ist denn das zugedeckt? Spritze. Verstecken? Vor wem? Da oben ist was Rotes. Okay. Ja. Hallo. Na? Ja.
Knöpfchen drücken. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Oh fuck, schön laut. Ach so. Pistole? Oder Schrot? Okay, einer. Okay, scheiße, Danger, nein! Okay, der war fies. Der war richtig fies. Also schießen darf ich nicht, aber klopfen darf ich. Aufs Maul hauen darf ich. Das ist das Einzige, was ich darf, oder was? Oh, nee. Vorsicht, Entflammbar. Ja, ja, das weiß ich jetzt auch. Ach, wie doof. Hätte ich mir merken müssen eigentlich. Nein, geh nicht da rein. Komm wieder da raus. Ach, keine Steuerung. Komm. Wo ist es? Da. Dann jagen wir uns noch mal ein bisschen was rein. Ja! Sehr gut. Haben wir hier hinten noch irgendwas liegen? Gar nichts mehr. Was haben wir denn hier drin? Der ist leer. Oh, fuck. Nicht gut. Okay, dann schleichen wir mal weiter. Die Flasche brauchen wir. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nee. Könntest du dich mal beeilen? Aber ganz schnell. Oh. So, Jungs. Wir sind hier. Und schießen darf ich nicht. Wo seid ihr? Ich wollte schon sagen, kommt ihr jetzt hoch? Nein. Ganz ruhig da unten. Ganz ruhig. Ich darf ja noch nicht mal ein Streichholz anmachen. Ich muss jetzt echt da dran. Da wo die zwei sind. Das ist nicht euer Ernst. Ah, okay, 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 okay. Jetzt hab ich gerafft, was ihr wollt. Still die Taste! Schneller! Mach hin jetzt! Komm, auf geht's! Dreh schon!
Ich muss schon sagen, da steht jemand. Oh. Oh. Oh, hier kann man sich verstecken. Nee, ich leg mich nicht zu den Puppen, Katze. Nee, ich leg mich doch nicht zu den Puppen. Jungs, macht mal Platz da jetzt. Fabrikschlüsselkarte. So, aber nicht zuerst, zuletzt. Genau. Gute Nacht da hinten. Da sind ja noch zwei. Alter Schwede. Noch drei sind hier. Nix wie raus. Nix wie raus. Streichholz. Danke. Karte. Karte! Was? Wieso ist denn der am Leben? Joseph. Wieso ist denn der am Leben? So, da haben wir zwei Kisten. Sind für uns. Irgendwo ist ein Speicherpunkt. Ich höre ihn schon. Oh ja. Ein fliegendes Fragment. Was verschwindet. Okay, wir können natürlich versuchen, da oben drüber auf die andere Seite zu kommen, was uns das Spiel hundertprozentig verwehren wird. Das ist, wäre viel zu einfach. Ja, ja. Ich komme! Aber nicht, bevor du wieder was liest. Tagebuch von Sebastian Castellanos, August 2012. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und ich die Aufgabe erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig. Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren, aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch, distanziert. Es ist ihr Job zu beobachten, zu assistieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, dass sie Testexemplare in ihrer Petrischale ansieht. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendetwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht sagen, was es ist. Joseph sagt mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, er ist in sie verschossen. Vielleicht. Jedenfalls muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist. Saying Killer! Ermittler verschwunden. Ermittler im Fall der Serienmorde verschwunden. Identität und Verbleib von Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind ins Stocken geraten. Die Polizei dementiert unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Nein, ich werde nicht vermisst. Absolut nicht. Nein. Hilfe! Wo bist du? Ich bin raus, Mann. Hä? Wo bist du? Alter Schwede, was machst du da hinten? Hä? Ja, ja. Kannst du mal wieder wie das Staub wischen hier. Es sieht wieder aus. Und eine Flasche liegt hier auch rum. Zwei. Saufen im Arbeitsplatz. Ah. Das sind mir die richtigen wieder. Mir fällt auf, ich habe schon lange keine Platte mehr geholt. Ich glaube, das werden wir nie erreichen, da drüben die Platten.
Scheiße. Du weißt jetzt, wer dir mehr putzt. Okay. Frau Krankenschwester, ja? Ja, wir haben ja gestern Terminator gespielt, den Anfang. So, als Goodie für, was spielen wir das nächste Mal? 6450 Punkte. Ich weiß nicht, ob wir dafür was kriegen. Feuerrater, ne. Magazinkapazität, ne. Nee. Nee. Irgendwie hab ich keine Lust drauf. Irgendwie möchte ich sammeln heute. Ja, ich möchte heute sammeln. Möchten Sie den Spielstand? Ja, möchte ich. Gut, okay, danke. Next. Ja. Was ist doch die Treppe hoch? Oh oh. Eben hat schon gesagt, das Spiel wird uns das verweigern, aber anscheinend doch nicht. Was habe ich jetzt hier entdeckt? Aha. Aha. Gleich macht's Schnack und ich hänge wieder in der Bärenfalle. Nee, doch nicht. Eben habe ich noch gewitzelt. Ach. Du Drecksau! Wieso soll ich mich hier drin verstecken? Was passiert denn jetzt schon wieder? Versteck mich nicht da drin, ich gehe darüber. Pass auf, ich fall gleich ins Wasser, ha? Huh? Uah! Los geht, es funktioniert. Wieso regnet das jetzt? Joseph! Alter Haudegen! Kapitel 11 überlebt. Gott sei Dank, dir geht's gut. Wie bist du hergekommen? War nicht leicht. Zumindest hatte ich nicht noch mehr Vorfälle. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Hey, ich habe uns einen fahrbaren Untersatz aufgetrieben.
Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Was machst du da? Antworte mir. Genau. OJ Live. OJ, lass die Finger von mir. Kannst du mal rasieren? Guck dir mal dein Bein an. Wie sieht das denn aus? Nein, alles gut. Oh, der sieht ja echt nett aus. Kein Bock, mich hier umbringen zu lassen. Nee, hab ich definitiv nicht. Aha, Spritze her. Spritze her. Hallo. Nein, 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 nein. Sicher, dass das was bringt? Mädel, was machst du da? Fahr die scheiß Kiste! Wo muss ich denn drauf schießen? Verdammt. Was kommt da? Igitt, pfui! Hör auf mit dem Ding! Ah, auf die Pickel müssen wir schießen. Oh, der hat gesessen. Ah, der nicht. Oh Gott, der kommt. Zack, wieder gesessen. Ach so, fast. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sicher sind. Was kommt jetzt? Sebastian, sie sind über uns. Achtung, sie haben... Burn, motherfuckers, burn! Wo sind sie über uns? Ich sehe keinen. Einer weniger. Der liegt doch da unten. Lass es doch fallen, Mensch. Was? Ich werde schon wieder begutachtet. Gegner von rechts. Oh, komm. Ins Knie schießen. Komm schon, komm schon, komm schon. Hüfte geht auch. Gute Nacht. Geht Deckung. Sie schießen von oben. Naja, ja, von wegen. Komm her, ab ins Knie. Och, nee. Zwei Mann. Verdammt! Bleib cool, Leute! Hab ihn! Au! Das reicht's aber! Brauch eine Spritze, egal wie. Treffer!
genau, stolpert. Jo, geht auch. Na komm, 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 komm. Gegner voraus! Oh. Überlass die mir. Alter, jetzt wollte ich loslegen. Oh, was ein Glück. Tank! Das war knapp. Das sagst du. Honk. Und guckt der Pickel raus. Aua! Oh. Nein! Die schmeißen so echt rum hier. Acht Schuss haben wir noch. So kommt er wieder. Fahr! Joseph. Ich habe eine Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet. Als ob jemand uns steuern würde. Ach was. Daher ist es fast unmöglich, sich hier zu orientieren. Aber das Licht der Beacon Nervenklinik liegt immer in der Ferne. Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das habe ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest habe ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Es könnte Zufall sein, aber wie ich schon sagte, es scheint, als stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. Au! Ja, sauber. Nein! Bring uns einfach hier raus. Da ist ein Krankenwagen. Vielleicht gibt's dort Verbandszeug. Ich gehe. Nein, ich tue das. Lass niemanden hier reinkommen. Dann auf geht's. Okay, sie sind jetzt schon mal da drüben. Das ist schön. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Direkt mal. Leider Gottes war es nur einer. Schade. Aber okay. Lass die Waffe fallen! Honk! Okay. Munition alle? Nein, 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 nein. Nein!
Oh, wie süß. Komm her. Was? Der Taste treten? Ich trete doch jetzt bestimmt nicht die Kiste. Okay, dann machen wir das halt doch so. Komm her. Oh. Na? Gestolpert? Das darf nicht wahr sein. Okay, dann halt prügeln. Oh!